Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zum Bus-Simulator 2018 im Multiplayer. Ja, wir starten hier mit sozusagen neues Projekt und mit dabei ist heute der Gaming Potatoes. Ja, grüß Gott. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir sind ja heute schon dabei. Wir haben schon eine Aufnahme gemacht, die haben wir leider verkickst. Aber wir wissen ja, die erste Aufnahme muss immer ganz gut werden. Ihr kennt mich da ja und deswegen machen wir es einfach nochmal. So, wir haben hier die Linie erstellt. Ich zeige euch das mal eben, das haben wir alles schon gemacht. Hier waren wir bei, das haben wir in der letzten Aufnahme gemacht, das habt ihr ja leider nicht gesehen, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Haben jetzt aber genug zusammen, um den Erdgasbus zu kaufen und den haben wir jetzt auch schon gekauft und schon eingerichtet, haben zwei Busse und werden diese Fahrt jetzt auch gleich machen, denn die brauchen wir als nächstes. Da steht nämlich, fahre die Strecke mit einem Erdgasbus und das werden wir jetzt tun. Koop fahren, und zwar machen wir das in Konvoi Mission. In der nächsten werden wir nochmal mitkommen und schnelle Fahrten machen. In den nächsten Folgen. Die Folgen werden wir releasen sonntags, einmal die Woche, ab 17 Uhr. Genau. Ja. Das haben wir schon mal geschafft. Konvoi, ich lade dich ein. Dann schnappe ich mir unseren Schilder nochmal zu zeigen, unseren Citaro. Ne, kann ich gar nicht. Ich kann nur den Urban Way Vico nehmen. Das ist ja auch ganz gut. Erdgasbus fahren hier. Das ist ein schöner Stripscher Schmeidi drauf. Die Lackierung ist auch ganz nett. Ich habe schon gehört, der Vico soll nicht ganz so teuer sein. Ich will jetzt aber den Bus und wir legen auch gleich los. Gar nicht lang schnacken. So, hier fahren wir. Was hast du für ein Smiley da hinten drauf? Ist cool, ne? Ja, das Ganze findet auch dual statt sozusagen. Wir nehmen beide auf. Ja. Also ihr könnt auch gerne bei dem Gaming Potatoes reinschauen. Den Link findet ihr unten in der Kanalbeschreibung. Jo, so. Den kanntet bei mir natürlich auch, logischerweise. Cool. Gang einlegen habe ich gemacht. Jetzt muss nochmal Licht. Retarde, Alter, wo ist denn hier Licht? Warte, Motor. Ich kann die Sonnenblende so weit runterziehen, dass ich nichts sehe. Warte, Führerstandbeleuchtung. Führerbunker Hauptquartier. So, ich kann los. Soweit. Moment. Also ich habe schon von unseren Fachkräften hier für Busfahrten erfahren, dass der Vico nicht ganz so schön sein soll. Aber wir machen uns ja immer ein eigenes Bild. Ach, gleich eine Fahrkarte. Das spült nämlich Geld in unsere Kassen. Tageskarte Senior. 4,60 Euro zurück, bitte. Auch noch, das ist super. Tag, Standard, Abfahrt. 3,80 Euro zurück, bitte. Noch eine, jawohl. So muss das sein. Typ Standard. 2 Euro zurück. Ah, heute zahlen sie alle. Einzelstudent einmal. 3,20 Euro zurück. Taut im Hintergrund ist immer noch sehr böse laut, aber das macht jetzt auch nichts. Ey, du. Oh, da steht so ein alter Opa hinten in der Tür drin. Ja, da musst du aufstehen. Oh Mann! Wow. Schaut euch mal den Fußboden hier an. Der sieht aber edel aus. Alter Schwede. Naja, gut. Hab wieder einen Fahrersitz. Ich fahr los, ne? Okay. Erdgasbus. Erdgasbus ist ein bisschen anders zu fahren als die anderen. Echt? Wie denn? Oh, Schlagloch erwischt. Vorsicht, Schlagloch. Ja, der beschleunigt anders. Härter oder? Weicher. Weil Diesel hast du ja direkt die Einspritzung und Erdgas muss er sich ja erstmal ziehen, ne? Da muss ich hier manuell schalten. Der Motor schalten. Oh nein, mein Fahrgast hat vergessen, die Blumen zu gießen. Kann man denn den Nachbarn anrufen? In der Mitte ist eine Bodenwelle vor der Dings, ja. Hier, wo uns einfahren. Hä? Ich bin da nicht reingekommen. Scheinbar schon. Ah, das sind Blitze. Ich habe den Blitz jetzt gerade erst gesehen. Auch Glück gehabt, dass ich nicht so schnell fahren kann mit dem Erdgasbus. Denk dran, bloß keine Leute überfahren, ne? Leute überfahren ist so böse teuer.
Ups. Ja. Boah, ja, die rennen auch alle zum Bus hin, ne? Das ist wie im Real Life, die rennen alle zum Bus von da hin. Was ist immer? Oh, hier steht jetzt einer in der Tür drin, oder? So, gleich die Fahrkarte hier, ne? Mädel. Aha, aha, aha. Die können sich auch gerne hinsetzen. Oh, eine Online-Fahrkarte. Aha, aha. Ups, hinsetzen. Hinsetzen. Gut. Klar hast du den Herd ausgemacht, Omi. Alter, drängelst du schon, oder was? Nee. Ich hab das gerade gesehen, du wolltest doch überholen. Nee, ich wollte dir Platz lassen, damit du rauskommst. Vor allem die Kollisionsberechnung ist etwas falsch. Ja, nun, das gerade erst released, das Spiel. Gib dir doch ein bisschen Schaum, um das Feedback umzubauen. Oh, rechts nach Block. Ja. Hat geholfen? Ja, danke. Ja, ich werde auch mit Sicherheit nochmal anfangen, das Lenkrad einzuarbeiten. Oh, perfekt geparkt. Perfekte Halteposition. Ja, das kann ich natürlich nicht machen. Einzelstandard Drucken. Oh, sogar passend. Ich brauche eine Fahrkarte. Anderen Fahrgäste übernehmen den nächsten nicht. Was, fährst du schon weiter? Nichts gibt's. Moment, 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 Moment. Eine Fahrkarte noch nicht? Fährst du schon? Soll ich? Okay. Ja, ich fahr weiter. Jetzt ist ein Auto zwischen uns. Oh nein, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas zwischen. Alter, jetzt ist der stehen geblieben, ich bin doch hinter dir. Das ist so nett, ne? Ich fahr direkt hinter dir raus, scheißegal. Ich fahr an der Vorfahrt. Ja, die KI ist ja auch sehr speziell, möchte ich mal so sagen. Ist auch unsere Haltestelle? Alter, wir haben aber auch viele Haltestellen. Ja, mindestens 10. Nicht so nah an den Bussteig, Bahnsteig, Bussteigkante ranfahren, ranlaufen hier. Ach ja, mit 3 kriegen wir die letzte auch noch auf. So, Woche, Student. Hallo. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ich fahre los, ne? Jo. Bin ich überhaupt schon dran mit losfahren? Ja, 24 Sekunden plus. Ich bin 20 Sekunden im Verzug. Wie viel? 20 Sekunden. Okay. Vorsicht auf der Gegenfahrbahn, ist ein Schlagloch. Toll. Ach, hier war vor der Haltestelle ein Schlagloch, ne? Genau. Gleich vor der Haltestelle vor der nächsten. Ja, haben sie alte Sägewerk. Da ist irgendwo ein Schlagloch, das weiß ich noch. Hat mich vorhin noch sehr. Nee, danach. Nee, davor. Davor auf der rechten Seite. Glaube mir. Oder kommst du gar nicht mehr dran? So klein ist die Haltestelle. Ich muss jetzt warten, oder wie? Bis du weg bist? Wahrscheinlich. Oder kommt sie zu dir hingelaufen, oder was? Nee. Aber fahr weiter. Ist ich gut. Fahr mal. Das ist auch geil. Die wollen bei dir, die steigen bei dir aus und steigen bei mir wieder ein. Ja, wie sollen die auch sonst zum alten Sägewerk gekommen? Was ist denn da überhaupt? Also hier zählen immer einige, dass... Also hier gehen so viele ohne Parkschein rein. Jetzt muss ich die mal kontrollieren. Oh, Bodenwelle, ja, linke Spur, hier wollte ich gerade sagen, an der Mittelleitplanke. Wo hab ich denn? Na klar. Muss gleich gucken, also nicht linksbündig fahren. Weder Drehzahlmesser noch Geschwindigkeit. Hier. Und rot.
Wie ist das eigentlich, wenn man über Rot fährt? Ich bin noch nie über Rot gefahren! Okay, die haben anscheinend alle einen Fahrschein. Dann glaube ich denen mal. Ja. Willst du auch sonst machen? Wenn der Computer sagt, dass sie einen Fahrschein haben, dann haben die einen Fahrschein. Ich habe etwas Stau verursacht. Die Ampel ist grün. Gucken bringt nichts, ey. Die gucken nicht mal. Da vorne bist du. Stand jetzt die ganze Zeit an der Ampel, oder wie? Ja. Die Ampel war die ganze Zeit rot, Mann. Ich bin jetzt wieder direkt hinter dir. Glaube ich nicht. Oh doch, ist er. Oh, nach vorne gucken. Wo steht die denn hier? Hier ist keine Ampel. Leute, der kann fahren. Achso, da kommt ein Fußgänger. Vorsicht, Fußgänger! Oh, okay. Ach ne, hier ist gar nicht unsere Haltestelle. Ja, die sind auch gefährlich. Die rennen einfach rüber. Und wenn die übernagelt, jetzt kostet das 20.000, Alter. War nicht noch günstig. Also, das ist aber eine kurze Gelbphase von den Ampeln. Eine Sekunde, oder was? Wenn überhaupt. Ich habe den perfekten Haltepunkt gerade bekommen. Nein. Doch. Ja. Nur weil ich so schön weit vorgefahren bin. Was, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus, okay? Da kommt kein Bus mehr. Ich habe keine Ahnung. Wieso fährst du nicht, du blinkst links? Weil die Tür in der Mitte nicht zugegangen ist. Oder ich hatte die nicht aufgemacht. Ah lol, das ist der Blinker, da hat irgendwas anderes gespiegelt. Jetzt an der Kreuzung hier stand ich vorhin ewig lang. Ja, scheint auch ganz schön Verkehr zu sein. Achtung, nicht zu früh blinken, sonst kriegst du miese wegen Blinken auf gerader Strecke. Das stimmt, hab ich auch schon gehabt. Hab ich den vergessen, den Blinken. Ah! Was denn? Du bist langsamer geworden. Also bei mir war ich eigentlich schon in dir drin. Ja, Vollkante, so wie in Stuttgart, immer schön auf die Kreuzung. So machen das musst du, sonst kommst du nicht vorbei. Oh, da hätte ich aber fast wieder einen Angelnagel, ja. Wie findest du die Farbzusammenstellung? Geil. Grün ist die beste Farbe überhaupt. Ja, hast du ausgemacht, den Herd, Mann. Jetzt ist eh zu spät. Was noch ein bisschen fehlt, sind so Postautos, die im Weg stehen, ne? Mhm. Oder Feuerwehr. Oh, ich habe voll über den Kannstein gebügelt, wa? Ja. Über den Kannstein. Sagt die eine gerade, gestern ist eine rosa Kuh vorbeigekommen, sagt die andere. Die habe ich auch gesehen. Zum Teufel. Ja, Tag ist Karte, Student, gerne doch. Was passiert eigentlich, wenn man zu früh losfährt? Sagt, kriegst du Strafe, weil du den Fahrgast stehen lassen hast. Das heißt, wir müssen jetzt warten, weil ich habe plus 30. Okay, Tag, Standard. Was hast du? Bist du im Minus? Ja, minus 20. Woche, sehr gut. Will noch jemand aussteigen? Nö. Gut. So, ich hau ab. Alter, ist hier Stau oder was? Ey, da überholt mich ein Bus, du. Ja.
Da denkt man, wir müssen gleich auf die linke Spur, ne? Ja. Blinker wieder ausmachen, ne? Ja. Ich hatte noch an. Es ist gelb! Es ist rot! Was? Es ist rot. Ich stehe jetzt hier an der Ampel. Abgehängt, abgehängt. Oh Mann! Ah, wir sind ja gleich fertig hier. Ich warte hier beim Agrargebiet. Ich hub mal ein bisschen. Mist. Schlagloch erwischt. Schlagloch erwischt. Ja. Was fährt denn da für ein Zug? Soll das eine 101er sein? Was? Ich glaube, hier fährt eine 101er. Du gehst gleich wieder Transport. Ja, selbstverständlich. Hallo, hier ist eine Zugstrecke. Ja, ja, fahr mal ruhig hier. Ich bin auf einer Vorfahrtsstraße, aber du kannst ruhig vor mir fahren, wenn du willst. Also an der linken Leitlinie, da war das Schlachtloch. Ja, irgendwo ich. Das ist links. Oh, ich habe gerade links mit rechts verwechselt. Ja, bieg mal links ab. Ups. Wir denn hier auf der Autobahn? Einzelstudent. Was ist denn, wenn ich an. Ah! Wenn ich an der Haltestelle vorbeifahre. Kriegst du Mega. So, letzte Chef! Ja? Die Stadt braucht ein neues 50 km/h-Schild. Bist du nicht dran hängen geblieben, oder? Doch. Kontrolletti, 120, jawoll. Soll ich auch nur noch mal kontrollieren? Ich mach's immer eine Haltestelle, bevor Ende ist. Weil an der letzten Haltestelle steigen sie aus. Dann mache ich das jetzt auch. Gut. Einmal 120 Flock. Hier. Sie haben meine... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. So, siehst du, minus 0,1. Oh, ich hab jemanden gefunden. Sie haben meine Fahrkarte. Wie oft waren Sie denn hier? Na klar, ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hey. Nächste Haltestelle, Forschungsstation. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. In der Forschungsstation. Wir forschen auch sie. Was macht die da? Weiß ich nicht. Ich kann die aber auch nicht anklicken. Oh, gut gefüllter Bus. Ich weiß nur nicht, was die alle hier wollen. Fuck! Lass mich jetzt da hier fahren. Hä? Oh. Ach, du stehst da, weil du ein Ticket möchtest. Hä, hey, warum kann ich, egal wo ich jetzt hingucke, nur noch die Fahrertüre auswählen? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Kann ich dir nicht sagen. Aha, jetzt geht's wieder. So, du möchtest Woche Standard. Du bist natürlich schon längst am Ziel. Ich bin schon längst am Ziel. Ja, ja, ist ja logisch. Ich warte hier auf dich. An der letzten Haltestelle macht man immer nur mal... Muss man ja die Verspätung noch machen, die wir an den anderen Haltestellen nicht hatten. Und Müll aufsammeln. Echt, wo ist Müll? Manchmal liegt da so ein Kaffeebecher rum. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal drauf achten. Bitte gehen Sie weiter. Ich fahre auch keinen Schritt weiter, die steht hier hinten direkt an meinem Heck dran. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, wenn ich angerast komme. Nee, die steht direkt an meinem. Bei mir hinten an der Seite. Ah, also jetzt habe ich das gehört, dieses Död. Was denn? Diesen Haltestellewunsch. Ach so. Absolut. Okay, ich bin fertig. Danke sehr. Cool. Cool. Wir sind fertig. Ja,
Es tut mir leid, du musst 51 km/h Schild zahlen. Es tut mir so leid. Das ist nicht so schlimm. Dann würde ich mal sagen, dann war das eine schöne erste Folge. Guck mal hier. Hier liegt noch Müll rum. Bei dir. Wo? Zeig mal. Komm mal rein. Ja? Komm mal rein hier. Und dann, also ja? Ich würde das nicht normal haben, dass du hier meinen Bus so müllig hinterlässt. Alles klar. Gesundheit, mein Schatz. Du kommst hier nicht raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Und damit bedanken wir uns natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch keinen Abo habt, nehmt eins mit. Und schaut doch in die nächste Folge am Sonntag wieder rein. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.